Hi, mein Name ist Jafet Mariani, ich bin Coach und Motivator in Berlin. Ich bin hier, um in verschiedenen Videos euch zu zeigen, einige Techniken, wie man aus der Traurigkeit rauskommen kann. Man hat das Gefühl, dass man sich in einer Art Tunnel befindet. Man hat einen Tunnelblick, nur schwarz, man kann kein Licht am Ende sehen. Diese Technik heute heißt Karussell. Mach die Augen zu und spüre jetzt, wo deine Traurigkeit in deinem Körper ist. Denk ganz genau an deine Traurigkeit. Was macht dich gerade traurig? Was ist das, was dich so traurig macht? Fokussiere dich vor ein paar Minuten auf diesen Gedanken und versuche zu positionieren, zu lokalisieren, in welchem Teil deines Körpers, in welchem Bereich du dieses Gefühl spürst. Nehmen wir an, du hast es zum Beispiel in deinem Brustbereich gefühlt oder in deinem Kopf. Wir nennen jetzt dieses Gefühl der Feind. Auf der anderen Seite, dir gegenüber, soweit es geht, in dem Zimmer, wo du gerade bist. Stell dir vor, dass da die Lösung ist. Die Lösung zu dem Problem, was du gerade hast. Versuch mal, dich zu konzentrieren auf diese Lösung. Wenn keine Lösung ist, zum Beispiel wenn du deine Arbeit verloren hast und du ganz genau weißt, du wirst diese Arbeit nicht mehr bekommen, oder wenn du ganz genau weißt, du wirst deinen Partner nicht mehr bekommen, überleg dir, was die sonstige Lösung sein könnte. Was wäre eine Alternative zu dem, was du jetzt gerade fühlst? Das muss nicht unbedingt gleich die neue Arbeit oder den neuen Partner sein. Es geht darum, dass du auf der anderen Seite siehst, der Mensch, der genau das Gegenteil von dir jetzt ist. Der Mensch, der glücklich ist. Positioniere diesen Mensch ganz genau da, vor dir gegenüber, soweit es geht in dem Zimmer, diesen positiven, glücklichen Mensch. Überleg dir, wie fühlt er sich an? Fühle es. Wir geben diese Position, diesem Mensch, den du da siehst, dieses Gefühl, den Namen Freund, weil das ist das, wo du hin willst. Bleibe ein paar Minuten dabei, indem du denkst an diese Position, an diesen Mensch da vorne, als Freund von dir. Jetzt stell dir aber vor, dass diese zwei Gefühle, der Feind, das Problem, was bei dir ist, und der Freund, die Lösung oder die Alternative, den Glück, jetzt Platz tauschen wie in einem Karussell. Es dreht sich wie so ein Rad und langsam kommt die glückliche Person zu dir und geht das Problem weit weg. Genau vertauschen die Positionen. Wie ein Karussell, als ob du ein Karussell siehst und du siehst diesen Pferd hier und dann dreht sich und siehst den Pferd, der genau auf der anderen Seite war. In dem Moment, wo dieses Glückgefühl, wo dieser Mensch, der glücklich ist, die Lösung bei dir angekommen ist, stoppe diesen Karussell und fühle, wie ist es jetzt, wenn dieser Mensch, dieser glückliche Mensch jetzt ganz bei dir ist. Und diesen unglücklichen Mensch, den du vorher warst, ganz weit weg vorne im Zimmer gegenüber ist. Wie wäre das Leben für dich, wenn du schon diese Position erreicht hättest? Jetzt stell dir aber vor, dass durch diese Positiontausch diese glückliche Person, diese glückliche Position, dieser Mensch, diese Lösung der Feind geworden ist, durch diesen Tausch der Positionen. Und dass dieser unglückliche Mensch
der Freund geworden wäre. Warum ist das ein Feind? Weil du nicht weißt, wie du dahin kommst. Weil du den Weg noch nicht gekannt hast. Weil momentan bist du sehr lange mit deiner Traurigkeit beschäftigt gewesen. Diesen unglücklichen Mensch da vorne, dir gegenüber, er ist zwar unglücklich, aber du kennst ihn. Du weißt ganz genau, wie er sich anfühlt. Wie ist er so? Diesen seltsamen Freund, der unglücklich ist. Wie kannst du ihm helfen? Was kannst du ihm sagen? Was kannst du von ihm tun? Jetzt dreht sich das Karussell wieder. Langsam, langsam tauschst du wieder die Positionen. Und diese unglückliche Person ist wieder bei dir und die glückliche Person ist wieder da vorne. Wie ist das jetzt? Was hat sich geändert von vorher, von ganz am Anfang? Wie fühlst du jetzt diese Person, die wieder bei dir ist, diese unglückliche Person? Und wie sieht diese Lösung aus? Wie ist das, wenn man die Lösung oder die Alternative wieder als Freund sieht? Stell dir jetzt aber vor, dass dieser Karussell plötzlich ganz schnell sich dreht und du ständig diese Positionen, diese Werte, die du gegeben hast, Freund, Feind, sich ständig tauschen. Einmal ist es Freund und einmal ist Feind. Einmal ist es Unglück der Freund, einmal ist Unglück der Feind. Und du drehst und du drehst. Mach das so lange. So lange, bis alles genau dasselbe ist. Und spüre, dass alle diese Situationen, Freund, Feind, Glück, Unglück, alle Teil von dir sind. Welche Position interessiert dich jetzt? Welche Gedanken wirst du jetzt haben? Allein du kannst deine Gedanken steuern. Die Welt um dich herum kann deine Gedanken beeinflussen, aber nur du kannst diese Karussell steuern. Du kannst es auch stoppen. Du kannst testen, wie ist deine Zwischenposition. Wie ist das, wenn ich zwischen diese zwei Sachen stehe und die plötzlich eine rechts und eine links sind und ich in der Mitte? Was fühlst du da? Was kannst du diese beiden Menschen sagen? Versuch mal diese Übung ein paar Tage zu machen und schreib dir vielleicht auch auf, was du genau gefühlt hast. Wie siehst du dich da? Was verändert sich in dieser Position? Es geht ja nicht darum zu finden, wer was schuld ist, wer was falsch macht. Es geht ja darum, dass du dich selbst liebst, auch in deinen Unsicherheiten. Es geht darum, wie du deinen ganzen Tag mit deinen Gedanken verbringst. In welcher Position du steckst vielleicht. Ein bisschen leichter zu einer anderen Situation kommst, zu anderen Gedanken. Weil die Gedanken beeinflussen dein Leben. Mein Name ist Yafet Mariani. Wenn du mehr über mich und über meine Arbeit wissen willst, wie ich Menschen motiviere, geh auf yafetmariani.com. Ich wünsche dir viel Spaß beim Karussell. Bis nächstes Mal.